Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Letztes Mal sind wir hier bei den Seidenfeldern stehen geblieben, haben diverse kleine Viecher getötet und ja, sollen uns jetzt natürlich, wie war es anders zu erwarten, uns um den Boss kümmern von diesen komischen Mottenviechern. Hier vorne haben wir den Köder und nehmen wir direkt mal auf, beziehungsweise ich glaube, wir können den hier auch direkt... Ich glaube, wir besiegen das Viech hier gleich, oder? Kommt er? Oder haben wir jetzt nur den Köder aufgehoben? Ah ne, tatsächlich, es geht los. Da, macht euch bereit! Wo denn? Ich sehe nichts. Oh! Mottran mit 1,1 Millionen Leben. Das ist gar nicht mal so extrem viel. Aber das Viech ist groß, Freunde. Das Viech ist groß. Wir zoomen mal ein bisschen raus, dass wir hier ein wenig was von dem Kampf mitbekommen. So, alles klar. Eine riesige, riesige Motte. Oh, alle in Seidenkokons gepackt. Ah ja, wir sollten denen ja helfen. Hieß es ja. Muss ich nur gucken, dass wir die hier schnell rausbekommen. So, einmal dich. Und einmal dich. Die könnten sich aber auch ruhig mal gegenseitig helfen. Wahnsinn. Mottran ist unten. Angriff. Alles klar. Ich komme aber irgendwie nicht dran. Hallo. Ah ja. Das ist so blöd, weil man nicht sieht, wo das Viech ist. Einfach weil es so groß ist. So ein bisschen nervig. So, machen wir dich kaputt. Da machen wir dich kaputt. Pam. Einmal so. Unterbrechen geht scheinbar nicht so wirklich. Mottran steigt auf. Befreit die Mottenkämpfer aus ihren Kokons, sodass sie euch wieder helfen können. Alles klar. Oder irgendwas in die Richtung. Ich habe das jetzt nicht richtig gelesen. So, und Mottran ist wieder da. Wunderbar. Jetzt komme ich wieder nicht dran. Ah, blödes Viech. So, lala. Nee, das ist echt ein bisschen blöd. Man sieht nichts vom Kampf. Großes Viech, schön und gut, aber wenn man nichts erkennt, ist das ein bisschen doof. Aber gut, wir haben Mottran besiegt. Wunderbar. So, dann haben wir hier, denke ich, auch alle Quests erledigt. Ja, sieht ganz danach aus. Dann haben wir wirklich den Bereich schon abgeschlossen. Das ist doch schon mal was. Wunderbar. Willkommen. In allem, was wir tun, streben wir nach Perfektion, aber auf dem Weg dorthin werden uns viele Fehler unterlaufen. Ich bin mir sicher, dass schon morgen wieder ein Tag voller Fehler auf uns wartet. Aber dennoch danken wir euch für eure Hilfe. Ja, wir bekommen die Brust, das hatten wir ja schon mal gesehen. Die werden wir auch direkt ausrüsten. Das ist eine super Brust für uns. Haben wir die richtige? Ja, tatsächlich. So, dann können wir weiterziehen. Sprecht mit Lilly bei der kaiserlichen Kornkammer. Alles klar, dann ziehen wir da mal fix hinter. So, mal gucken. Wir haben auch Briefe. Wir haben noch ungelesene Nachrichten. Okay, das ist, glaube ich, vom Auktionshaus. Weil ich hatte vor dieser Aufnahmesession ein wenig Erz und Kräuter ins Auktionshaus gepackt. Oh, hier sind wieder diese Schädlinge. Oder was das ist, keine Ahnung. Oh, da hinten haben wir was. Jetzt greift er uns tatsächlich an. Das ist doch echt zum Kotzen. Ich laufe jetzt mal hier hinter. Halt's Maul. Wahnsinn. Was ist das überhaupt für ein Viech? Das ist so ein kleiner Baumling oder was das ist. Schaut auf jeden Fall aus wie so ein... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Machen wir den mal fix kaputt. Der untote Hexenmeister hilft uns. Lecken wir ihn mal. Leck, 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 leck. Wunderbar. So, Lilly. Merrily, was macht ihr denn hier? Ach so, Onkel Chen will süßes Malz. Kein Problem. Gehen wir doch einfach zur Verkostung. Eieieiei. Also wie gesagt, nervige Viecher erfinden war, glaube ich, das Ziel dieses Entwicklers, der sich hier um die Gegner in den Tal der Vier Winde gekümmert hat. Das ist ja widerlich, was hier los ist. Eieieiei, unglaublich ekelhaft. Geschmacksprobe. Wenn ihr schon einmal hier seid, könnt ihr mir auch gerne helfen. Da ich keinen einzigen Tropfen Bier in meinem Leben getrunken habe, fühle ich mich gänzlich ungeeignet für diese Aufgabe. Ihr solltet etwas von jedem der Getreide kosten. Schauen wir einmal, ob etwas davon süß genug für Onkel Chen ist. Ja, machen wir doch. Kleine miese Diebe. Willkommen.
Wir haben eine große Menge billiges Getreide gekauft. Leider war es mit Geistern verseucht. Und ich hasse diese Geister mit ihren kleinen Knopfaugen und ihrem ewigen Grinsen. Ich möchte, dass ihr diese Sache erledigt, ohne Aufsehen zu erregen. Kann ich eure Dienste in Anspruch nehmen, um diese Getreidediebe diskret auszuschalten? Aber selbstverständlich, und wir bekommen dafür eine Halskette. Die ist doch nice, nimmt uns Meisterschaft, gibt uns Waffenkunde, aber dafür noch ein bisschen Ausdauer, Stärke etc. Sehr, sehr nice. Getreidemeister Pan. Geistlos. Nicht so eilig. Um das hier klarzustellen, was geschehen ist, war ein Unfall. Ich habe das nur für das Geschäft gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass eine Geisterinvasion droht und oder dass einer von ihnen mein neues Panz Wunderwachstum fressen würde. Und jetzt werden sie von einer nicht nur riesigen, sondern auch verdammt zornigen Bestie angeführt. Würdet ihr sie erlegen, wenn ich euch dafür bezahle? Aber ist selbstverständlich. So, Korndiebe müssen wir töten. Nervige Quests. Gerissener Korndieb, du kommst auch mal ran. Und ich würde sagen, dass wir den da hinten auch nehmen. Dann ist sie nämlich mal erstens ein bisschen aufgeräumt und zweitens haben wir direkt mal einige Monster hier für die Quest getötet. Das ist doch schon mal was. So. Sadala. Wir kicken uns hier die ganze Zeit weg. Das ist auch ein bisschen nervig. Hoppala. C wollte ich natürlich drücken, nicht V. Mit V kann man nämlich hier diese Lebensleisten über den Köpfen ausblenden. Also irgendwie bin ich heute nicht im Kämpfen drin. Das ist... Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall... Es läuft schlecht. Es läuft definitiv schlecht. So, looten wir die mal. Getrocknete Pfirsiche haben wir bekommen. Alles klar. Ah ja, die... Den Stoff können wir mal da oben hinpacken. So, reifes Getreide. Hier vorne haben wir auf jeden Fall ein bisschen Getreide. Sehr schön. Das war das frische Getreide. Okay. Und der Boss ist hier hinten. Gehen wir da vielleicht direkt mal rein. Oder? Wo ist denn der? Ah, der ist im oberen Stockwerk, glaube ich. Wie kommen wir denn da hin? Da müssen wir tatsächlich von hier innen hochgehen. Sollen die mal alle uns folgen? Und dann schauen wir mal, dass wir oben... kämpfen. Da ist er tatsächlich. 360.000 Leben, das ist doch gar nichts. So, kommt mal alle her. So, alles klar. Die hauen wir jetzt komplett weg hier. Ah ja, was habe ich denn da ausgelöst? Unterbrechender Ruf, okay. Das ist, wie gesagt, gerade mit dem Kämpfen ein bisschen... Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das ist schwierig gerade. Mehr Macht, okay. Er hat sich einen Buff gegeben. Aber er ist tot. Das hat ihm nichts gebracht, Freunde. Das hat ihm gar nichts gebracht. Und die Viecher sind laut. Die Viecher sind laut. Oh, was haben wir denn da aufgehoben? Kettenbeine, alles klar. Was ist das? Grünkohl. Machen wir das mal so. Die Pfirsiche können dann irgendwie weg. Das ist nicht wichtig. So, dann haben wir hier drin eigentlich soweit alles erledigt. Brauchen noch einige von den gerissenen Korndieben. Und natürlich das restliche Getreide. Holen wir uns das mal. Genau, da hinten ist was. Dann würde ich sagen... Ah, bleibt doch nicht hängen. Holen wir uns das Zeug mal hier raus. Ohne angegriffen zu werden. Reifes Getreide, sehr schön. Haben wir hier hinten noch Getreide? Ja. Das nehmen wir natürlich auch noch an uns. Wobei wir jetzt natürlich angegriffen werden. Ah... Unglaublich nervige Viecher, Freunde. Unglaublich nervige Viecher. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sadala. Und die Kleinen haben gar nicht so wenig Leben. 60.000 ist eigentlich eine Menge dafür, dass sie wirklich hier zu viert oder fünft auftauchen. So, was brauchen wir denn noch? Oh. Unglaublich, Freunde. Also wirklich, vom Nervfaktor hier ist das wirklich das Gebiet, wo man definitiv am meisten genervt worden ist. Okay, alles klar. Was macht ihr gerade? Oh, was brauchen wir denn hier noch? Gerissene Korndiebe. Aha. Müssen wir tatsächlich noch ein paar von denen töten? Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir da alle besiegt hätten. Also ausreichend. Wir kloppen die ja schon die ganze Zeit hier.
Und diese Spiegelbilder von ihm nerven auch so ein bisschen. Da haben wir den mal kaputt hier. Weg mit dir. 6 von 8, 2 brauchen wir noch. Ich würde sagen, wir nehmen mal die beiden hier. Oder nehmen ihn. Und nehmen ihn. So, kommt mal ran hier. Alles klar. Oh, Kornkammer-Vandale. Der gehört tatsächlich dazu. Okay. So, da la. Nochmal einmal heldenhafter Stoß. So, einmal dich weg. Sehr gut, dann machen wir dich auch noch kaputt. Dann haben wir hier tatsächlich die drei Quests erledigt. Mal gucken, ob wir dann mit Lilly direkt zurückkehren können. Zu Onkel Chen. Chen Sturmbräu. So, lala, sehr schön. Hallo. Danke für eure Hilfe, Fremde. Ab jetzt kommen wir hoffentlich allein klar. Alles klar? Einmal ausrüsten. Oh, wir sind richtig schnell auf den Beinen. Ui, das ist, was ist das denn? Waldgeisterhaft. Okay, jetzt klingelt gerade das Telefon. Das ist nicht so gut. Getreidemeister Pannen. Nicht so eilig. Jetzt, wo die Sache ausgestanden ist, habe ich mir ein neues Mittel ausgedacht. Ich bin gespannt. Danke für eure Hilfe. Hier ist eure Belohnung. Möge der weiße Tiger. Alles klar. Und Lilly natürlich. Keines dieser Getreide ist das Richtige. Onkel Chen ist ziemlich wählerisch. Vielleicht weiß der Getreidefürst, wo ich etwas Besonderes herbekomme. Warum ist all euer Getreide so fad? Okay. Hören wir uns das mal an, ob die reden. Für die Brauerei benötigen wir Getreide in großen Mengen. Aber ich kenne eine Sorte, die euren Ansprüchen vielleicht genügen würde. Okay. Also die Dialoge, die könnten wirklich ein bisschen schneller vonstatten gehen. Wobei sie sagt, glaube ich, nichts mehr, okay. Hallo. Die Suche nach dem süßen Getreide. Ihr sucht nach dem süßen Getreide? Mein Vater sprach einmal von einer gemalzten Höhlengerste, die könnte es sein. Wenn ihr euch der Gefahr stellen wollt, gibt es südlich von ihr eine alte Höhle am Fuße der Windschneide. Es gibt sogar einen alten Aufzug, den mein Vater für seine Ausflüge in den Dschungel gebaut hat. In der Höhle befindet sich ein Busch, der so alt ist wie meine Familie. Ihr könnt davon angeblich Treidekorn abpflücken, das so süß schmeckt, dass es eure Sinne berauschen wird. Seht euch nur vor den Wächtern vor. Alles klar, wir bekommen einen Gürtel, der ist auch ziemlich geil. Und Getreiderettung. Da ihr auf dem Weg in Richtung Süden seid, könnt ihr nicht versuchen, etwas von dem Getreide wiederzubringen, das mir diese Diebe gestohlen haben. Wir haben Vögel und Geister gesehen, die mit ganzen Säcken unserer besten Erzeugnisse in die Felder östlich und südlich von hier geflohen sind. Alter, bist du laut, ey. Wer bist du denn? Deathtime, der Unverwüstliche. Okay. So, wir müssen nach Süden und es geht hier tatsächlich hier mit runter in die Krasarang-Wildnis. Und wir haben ja echt schon einen großen Teil der Quests abgeschlossen. Okay. Okidoki. Sinan ist soweit erstmal zufrieden. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier hochkommen, ohne großartig rumzukämpfen, weil das regt mich schon etwas auf. Warte mal da. Seidenkraut, Seidenkraut. Holen wir uns mal das Seidenkraut. Wir haben schon länger kein, keine Pflänzchen mehr gepflückt. Und dann können wir hier mal kurz einen Blick in die Krasarang-Wildnis werfen. Die Windschneide. Oder ist das schon die Krasarang-Wildnis? Doch, tatsächlich. Tatsächlich, Freunde, tatsächlich. So, wo war denn hier das Seidenkraut? War auf der anderen Seite. Getreidesack. Eins. Hä, wir haben schon Getreide aufgesammelt. Okay. Verwendet das Klippengurtzeug gemalzte Höhlengerste. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwo runterkrabbeln können. Hier vorne scheinbar. Okay. Wer bist du? Berichtet mir von euren Reichen. Schei Klippenhüter, okay. Möge euch die Nebel beschützen. Was nehmen wir hier? Helles Getreide der Klippenwächter. Gibt uns das einen Buff? Fühlt sich leicht wie eine Feder. Können wir da jetzt einfach runterspringen? Ich weiß es nicht. Wir checken das auf jeden Fall in der nächsten Folge aus. Danke fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.